komme zum nächsten Redebeitrag. Auch ein wichtiges Thema. Hallo, ich bin der Tobias. Ich will euch keine Angst machen, aber uns haben die Medien wieder mal etwas verschwiegen. Und zwar, die meisten von euch werden denken, dass die Todesstrafe in Österreich schon längst abgeschafft wird. Eigentlich war die Todesstrafe in Österreich schon abgeschafft. In Artikel 85 der österreichischen Bundesverfassung seit 1968 gesetzlich geregelt. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Was die wenigsten wissen ist, dass durch den Vertrag von Lissabon, der am 13. Dezember 2007 unterzeichnet und am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, eine Hintertüre für die Todesstrafe bzw. die Tötung von Menschen geschaffen wurde. Einige werden sich fragen, woher ich das wissen sollte oder was ich mir da ausdenke. Doch es ist Fakt, die Todesstrafe kann der EU wieder eingeführt werden und auch auf Demonstranten darf im Krisenfall scharf geschossen werden. Das Amtsblatt der Europäischen Union C303/17 bis 303/18 vom 14.12.2007 veröffentlichte Erläuterung zur Charta der Grundrechte in Bezug auf die Todesstrafe. Darin heißt es in Bezug auf Artikel 2 Absatz 2 Recht auf Leben. Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um a. jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen, b. jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern, c. ein Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. Aber wer definiert bitte, was ein Aufstand oder ein Aufruhr ist? Es kann doch genauso eine Demonstration sein, es ist doch nur Ansichtssache. Ich muss noch kurz dazu zitieren, dass es verständlich ist. In der Erläuterung zu Artikel 2 des Protokolls Nummer 6 zu EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention, heißt es umwunden: Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden. Diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Recht vorgesehen sind und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmung angewendet werden. Karl Albrecht Schachtschneider, Mitglied der des Wissenschaftlichen Beirats der Wissensmanufaktur, emeritierter Professor und Staatsrechtler, der auch eine Klage gegen den europäischen Lissabon-Vertrag eingebracht hat, erläutert diese Ausführung bei Focus Money. Ich zitiere, ist ein bisschen fachchinesisch, aber gehört dazu. Die Grundrechtscharta ermöglicht ausdrücklich in den aufgenommenen Erläuterungen und deren Negativdefinitionen zu den Grundrechten entgegen der durch das Menschenwürdeprinzip gebotenen Abschaffung der Todesstrafe in Deutschland, Österreich und anderswo. Die Wiedereinführung der Todesstrafe im Kriegsfall oder bei unmittelbar drohender Kriegsgefahr, aber auch die Tötung von Menschen, um einen Aufstand oder einen Aufruhr niederzuschlagen, maßgeblich dafür ist nicht Artikel 2 Absatz 2 der Charta der Verurteilung zur Todesstrafe und die Hinrichtung verbietet, sondern die in das Vertragswerk aufgenommene Erklärung zu diesem Artikel, die aus der Menschenrechtskonvention von 1950 stammt, nach Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 3 EU-Verordnung. In der Lissabonner Fassung werden die Rechte, Freiheiten und Grundsätze der Charta gemäß den allgemeinen Bestimmungen von Titel 7 der Charta, in denen die Auslegung und Anwendung desselben geregelt ist und unter gebührender Berücksichtigung der in der Charta angeführten Erläuterung, in denen die Quellen dieser Bestimmung angegeben sind. Einige werden sich erinnern, dass es massiven Widerstand gegen den Vertrag von Lissabon gab, aber in unseren Medien haben wir viel gehört, wie zum Beispiel Privatisierung des Wassers und so weiter, aber nichts über dieses Thema. Was haben die vor? Aber hat schon mal jemand etwas über die Eurogenfor gehört? Die European Gendarmerie Force. Kaum ein Europäer kennt diese Geheimtruppe, die auf dem Namen Eurogenfor hört. Im norditalienischen Vicenza sitzt der Führungsstab des über 3000 Mann starken Sondereingreiftruppe, fernab von der EU-Zentrale. Eurogenfor ist alles zusammen. Polizei, Kriminalpolizei, Armee und Geheimdienst. Die Kompetenzen dieser Truppe sind praktisch unbeschränkt. Sie sollen in enger Zusammenarbeit mit europäischen Militärs die Sicht immer aufstellen, wenn es um Menschenrechte geht. Eurogenfor wird künftig europaweit nationales Recht und die nationale Souveränität der EU-Mitgliedstaaten aushebeln. Über den Einsatz in einen Mitgliedstaat der EU entscheidet ein Kriegsrat, der sich aus den Verteidigungs- und Sicherheitsministerien, Innenministern, deren Eurogenfor beteiligten EU-Länder und des betroffenen Staats zusammensetzt. So ist es in der Gründungsurkunde der neuen EU-Polizeitruppe, dem Vertrag von Velsen in den Niederlanden, klar und deutlich geregelt. Nach über 30 Minuten im Internet suchen, konnte ich ihn nicht online finden oder andere Verweise.
Allerdings bin ich auf eine parlamentarische Anfrage vom 14.05.2013 zwecks EGF gestoßen. Eine Antwort konnte ich allerdings ebenfalls nicht finden. Für Beobachter ist das klares EU-Besatzungsrecht. Denn wenn ein Einsatz in einem befreundeten EU-Staat erst einmal beschlossen ist, sind alle Gebäude und Gebiete, die die meisten von der Eurogenfer-Einheit in Beschlag genommen werden, immun und auch für Behörden des betroffenen Landes nicht mehr zugänglich. Faktisch herrscht damit BU-Besatzungsrecht. Möglich macht eine solche unglaubliche Konstellation übrigens erst der Vertrag von Lissabon. Ein Mitglied des Personals der Eurogenfer soll bei Angelegenheiten, die mit der Ausübung ihrer offiziellen Pflichten zu tun haben, der Strafverfolgung im Gaststaat nicht unterworfen sein. Artikel 29.3. Sie haben Angst, dass wenn Sie Ihre eigene Polizei oder Militärs losschicken, um Aufstände, Unruhen oder Demonstrationen, je nachdem, wie Sie es einstufen, niederzuschlagen, die keine Lust haben, Ihre Mitbürger mit Schlagstöcken, Wasserwerfern, Tränengas zu malträtieren und sich mit den zu zerschlagen solidarisieren. Davor haben Sie Angst. Deshalb können Sie sich in Zukunft einfach den Schlägertrupp der EU ins Land bestellen. Denn die Polizisten der Eurogenfers, denen ist egal, ob es der Nachbar ist, ob jung, alt oder Kinder, sie kommen aus ganz Europa. Wenn man Spezialeinheiten ausbildet, um Unruhen, Aufstände oder Demonstrationen, was je nach Ansichten dasselbe sein kann, möglichst schnell und ohne Gewissen niederzuschlagen, dann hört sich das doch nicht nach einer fairen Demokratie mit Meinungsfreiheit an. Man hat auch in letzter Zeit auf YouTube gesehen, wie Angriffspanzer durch Österreich rollen mit verdeckten Abzeichen. Da frage ich mich, wir im neutralen Österreich, neutral? Entschuldigung, aber ist es neutral, Angriffspanzer über österreichische Schienen in den Osten zu schicken? Wenn ich zum Beispiel auf www.duden.de die Definition von neutral nachlesen möchte, kommt als erstes Beispiel Völkerrecht. Keiner der kriegführenden Parteien angehörend, keine von diesen unterstützend, keine der gegnerischen Parteien angehörend, nicht an einer Partei-Interessensgruppe gebunden, unparteiisch. Was machen unsere Medien? Was macht unsere Politik? Kann man da wirklich noch sagen, wir sind völlig neutral? Wir unterstützen diese Kriegshetze und Propaganda nicht nur, sondern auch Truppenbewegungen. Aber wir lassen das nicht zu. Wir wollen keinen Krieg mit unseren Brüdern und Schwestern. Wir sind Menschen, wir haben zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Wir sind alle gleich. Und ich freue mich, dass wir jede Woche mehr werden. Denn die, die wir hier heute sind, wir tun endlich etwas und schauen nicht mehr länger zu.